Nonkretis. Om Athensanov. Clementu 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 Nonkretis. Om Athensanov. Imran! Shivas Dominus. Willst du um Vergebung für dein Scheitern flehen? Jahre folgte ich euren Befehlen, führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen, die wie ich verschleppt wurden. Und was habt ihr getan? Ihr habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt. Sadist. Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen. So, wie die heilige Mutter verlangt. So, wie auch du büßen wirst. Denn ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Ganz recht. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther. Sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Hört gut zu. Euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Die Bestie wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen? Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei, was du schon immer warst. Ein Monster. Und was seid ihr, Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Tötet sie! Jetzt! Ja. Hallo.
ich es nicht! Sie kann die Lava nicht ewig aufhalten. Ich muss mich beeilen. Verdammt. Los. Also gut. Ich werde mich beeilen. Thank you.
Was ist los? Jill. Ich werde das beenden, Clive. Siehst du das, Sid? Der Freiheit einen Schritt näher. Der Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Oh, wir haben ihn zerstört. Was? Aber... Monster! Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren als Geächtete. Möge der Segen der Kristalle mit euch enden. Sehr verausgabt. Etwas. Wieder fiel alles auf dich. Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen.
Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Clive, sieh doch. Es sieht aus wie das am Phönixtor. Verdammt, wir müssen weg. Ja, schnell. Ich habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Hier entlang, Hoheit. Du blutest ja. Ich habe einen Trank, der... Danke für deine Sorge. Wirklich. Aber glaub mir, ich komme zurecht. Bitte. Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh. Wenn das so ist... Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Aber warum jetzt, nach 5 Jahren der Ruhe? Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Nein, du machst dich nur schmutzig. Sieh nur. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Oder wie die Motten zur Flamme, das Kristalldominium ihr Licht in der Dunkelheit. Mehr und mehr verlieren ihre Bleibe und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern, um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort? Im Dominium, euer Gnaden. Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sanbrec? Er hat viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt. Und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird? Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu.
und seine Hand drängt sie voran. Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrek. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte, und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der Einzige zur Freiheit. Wonach strebt diese Welt eher? Einem kristallenen Käfig oder einem dornreichen Himmel? Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Wir können es über Dalmekia versuchen, sobald ihr wieder bei Kräften seid. Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jote. Währenddessen. Der Versuch des Belagerungsheers, den Kaiserlichen die Inseln von Ark zu entreißen, ist wieder einmal gescheitert. Nur weil eure Flotte so unfähig wie ein Eunuch in der Brautnacht ist, wollt ihr stattdessen etwa zum Rückzug blasen? Es reicht mir mit euch. Mit Schuldzuweisungen werden wir ihre unrechtmäßige Aneignung nicht ungeschehen machen. Allerdings steigen auch unsere Verluste mit jedem Tag. Zwischen ihnen und euch liegt ein ganzes Meer. Die Armee von Sanbrek kann euren Truppen dabei zusehen, wie sie harmlos an den Stadtmauern zerschellen. Sie können das aussitzen. Die ganze Belagerung juckt sie nicht. Ihre Vorräte sollen fast unerschöpflich sein. Und unsere ach so weisen Anführer stürzen in den Krieg, ohne einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Dalmekische Soldaten verhungern, wartend auf Befehle aus Randella. Also warum übernehmt ihr nicht? Dann wären ihre Bäuche schon abends voll. Ihr wollt, dass ich ausrücke? Dann kämpft auch Bahamut. Und ein Duell würde die Chasia ins Verderben stürzen. Statt das Dominium zu befreien, würden wir seinen Untergang besiegeln. Oder ist es das, was ihr wünscht? Wenn unser verständiger Berater einen Vorschlag hat, ziehen wir ihn gerne in Erwägung. Aber das ist ja die Kaiserin. Sagt uns, was das zu bedeuten hat, Lord Kupka.
Was das bedeutet? Dass ich nicht mehr die Absicht hege, euch auch weiterhin zu verraten. Ach, ihre Blicke, als ihr durch diese Tür gekommen seid. Dieser Ausdruck dümmlicher Hilflosigkeit. Sie wollten ihren Augen nicht trauen. Obwohl ich zugebe, ich hatte auch Zweifel, ob ihr meiner Einladung in der Tat folgen würdet. Das Schockierende ist, Seth ist nicht der Sohn einer Hure, er ist der Sohn einer Kaiserin, euer Sohn Clive. Absurd. Von wem habt ihr diese Lüge? Kein Verbrecher verdankt mir sein Leben. Nein, im Gegenteil. Mein Sohn ist neben mir und wir sind nicht für haltlose Anschuldigungen hier, sondern um die Streitigkeiten zwischen unseren Reichen zu einem Ende zu bringen. Also gut, doch ich habe eine Bedingung, und zwar diese. Seth hat einer Frau das Leben genommen. Jemand, der mir alles auf der Welt bedeutet hat. Dafür werde ich ihn töten. Und ich schätze, dass dies in eurem Sinne wäre. Ihr werdet endlich vom Schandfleck eures Stammbaumes befreit. Im Gegenzug überlasse ich Sunbreak euren fähigen Händen. Hochverehrte Majestät. All das aus Liebe zu einer gemeinen Hure. Dominus oder nicht, die Herkunft lässt sich nicht verbergen. Und Bestien sind und bleiben nun mal Bestien. Für dich hält die Zukunft mehr bereit, Olivier, mein Schatz. Schon bald bist du der Kronprinz von Sunbreak. Und wenn dein Vater vor die gütige Gwigor tritt, wirst du als göttlicher Kaiser über allem stehen. Die alte Ordnung wird in sich zusammenbrechen und dein erhabenes Licht die Welt hell und strahlend erfüllen. Schon bald. Sie ist seit Stunden da drin. Irgendwas stimmt nicht. Sind die Gerüchte wahr, Sid? Du hast noch ein Kristall. Jupp, Hammer.
Schiffsgarde ist in letzter Zeit nicht mehr in Dalimir gesehen worden. Mehr kann ich leider nicht tun. Schone dich jetzt. Und achte in Zukunft bitte besser auf dich. Danke. Ich versuch's. Es ist der Fluch. Sie braucht jetzt Ruhe. Sag mir bitte, wenn es dir zu viel wird. Die Schmerzen. Schmerz ertrage ich. Das solltest du aber nicht. Nicht mehr. Das hier ist nicht nur dein Kampf, Clive. Es ist unserer. Wir alle sehen, wie hart du kämpfst. Und wir wollen es dir gleich tun. Oder willst du lieber, dass wir dich die Welt im Alleingang retten lassen? Nein. Es ist nur... Verzeih mir. Wo bist du? Hier drin. Was ist los? Rosalie wird angegriffen. Was? Das ist nicht das dalmekische Heer, von dem wir hier sprechen. Das ist die steinerne Wache von Drachenfang. Hugo Kupgars Leibgarde. Sie zerlegen die ganze Stadt und versuchen ins Schloss einzudringen. Sie suchen mich. Ich fürchte ja. Der gute alte Hugo hat wohl endlich begriffen, wer hinter dem Namen Cid steckt. Dann ist das eine weitere Falle? Darauf verwette ich meinen Arsch. Und all das nur für dich, Clive. Ich gehe nach Rosalith. Soll das ein Scherz sein? Du willst genau das machen, was er sich erhofft? Jill, ich weiß nicht, warum Kupka es so auf Cid abgesehen hat. Doch solange sein Hass mich verfolgt, wird es niemals Frieden geben. Jetzt ist auch der Rest von Sturm Teil dieses sinnlosen Kriegs, um mich zu finden. Außerdem werde ich nicht tatenlos zusehen, wie er meine Heimat in Schutt und Asche legt. Hugo Kupka muss sterben. Er hat schon genug meiner Freunde auf dem Gewissen.
Ich will nicht, dass es mehr werden. Also dann los. Lasst uns ihn kalt machen. Ich komme auch. Schließlich stecken wir alle da drin. Also gut. Ich sollte mit Otto reden, bevor wir aufbrechen. Wir müssen genau wissen, was uns erwartet. Eines Tages will ich mal das... Wir müssen jederzeit nach Rosalith aufbrechen können. Keine Sorgen. Hast du mit Gift gesprochen? Wir gehen nach Rosalith. Aber erst, wenn ich alle Informationen... Nicht viel. Niemand hat erwartet, dass Dalmekia noch eine Front gegen Zambrek aufmacht. Erst, sie haben uns alle möglichen Berichte geschickt, aber sie widersprechen sich. Vivien versucht gerade, aus den Dingern schlau zu werden. Es wäre also gut, wenn du mit ihr redest. Verstanden. Sieh an. Ein Besuch von meinem Lieblingsschüler. Also gut, wo haben wir zuletzt... Ach, das ist ja überraschend. So gut besucht sind meine Vorträge selten. Wie sagt man noch? Bisschen Bildung... Schau. Wir gehen nach Rosalith und stellen Kupka. Wie ist die... Nicht so hastig, Lord Rossfield. Ich kann mir vorstellen, dass du besorgt um deine Heimat bist. Doch um die jetzige Situation zu begreifen, musst du zunächst verstehen, wie sie zustande gekommen ist. Reden wir als erstes über Hugo Kupka selbst. Oder den Berater in wirtschaftlichen Expansionsfragen, wie sein Titel in Dalmekia lautet. In einer Republik, deren Fundament der Handel ist, gibt es kaum eine einflussreichere Position. Sie hat Kupka einen außerordentlichen Grad an Reichtum und Macht eingebracht. Nicht, dass es ihm an letzterem je gemangelt hätte. Denn als Titans Dominus ist er auch Dalmekias Sicherheitsgarantie. Ein Trumpf, mit dem er seinen Einfluss weiter ausbauen konnte. Und zwar so weit, dass er es sogar geschafft hat, dem Parlament die Kontrolle über den Mutterkristall zu entreißen. Die Loyalität der Schutzgarnison von Drachenfang hat er sich mit großzügigen Summen erkauft. Sie ist nun kaum mehr als sein Privatheer. Und dieses Heer marschiert just in diesem Moment über rosarischen Boden. Wobei es sich dabei mittlerweile natürlich um Zambreksches Territorium handelt. Doch das Kaiserreich hat gerade andere Sorgen als Rosaria, seit es sich um die Besetzung des Kristalldominiums in eine Pattsituation mit Dalmekia manövriert hat. Das heißt, alle Truppen werden gebraucht. Von den wenigen Garnisonen, die die Provinzen im Westen noch sichern, wurde daher die Hälfte mit dem Fall von Drachenhauch abgezogen. Denn die Gefahr durch die Eisernen und somit die eines Überfalls über den Seeweg war vorerst gebannt. Wirklich bewacht wurde die Küste des ehemaligen Großherzogtums also nicht. Ein Umstand, der auch Kupka nicht entging. Ohne nur einem einzigen feindlichen Schiff zu begegnen, ging er mit seinen Männern in Rosaria an Land. Alles nur für dich, Clive. Er will deinen Kopf. Seine Belagerung Rosaliths dient diesem einzigen und alleinigen Zweck, um dich aufs offene Feld zu locken. Du meinst, Kupka ist über den Seeweg gekommen? Was ist mit Port Isolde? Ist die Stadt sicher? Ja. Den Hütern der Flamme zufolge ist sie das. Die dalmekische Flotte ist ohne einen Angriff vorbeigezogen. Allerdings nicht unbemerkt. Sobald klar wurde, dass Kupka Rosalith ansteuert, haben die Hüter die Bühne für eure heldenhafte Heimkehr wird also frei sein. Dennoch wird es ein äußerst schwieriges Unterfangen, in die Hauptstadt zu gelangen. Zudem scheinen sie aus den Fehlern Zambreks gelernt. Und nun sag, mein Schüler, wo denkst du, liegt die beste Route in die alte Hauptstadt? Im Norden. Wir überqueren die Grenze am Phönixtor und reisen dann durch Stillwind weiter zum Schloss.
Deine Ortskenntnis macht sich bemerkbar. Gute Reise. Brechen wir am besten sofort auf. Du begleitest sie? Ja. Mich juckt es schon verdammt lang in den Fingern, diesen Bastard zu erwischen. Das lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Gut. Wir sollten los. Jawohl. Zum Schloss vor. Jawohl.